Ich glaube, da stimmt was nicht mit meinem Programm. Vielleicht hilft ein Reset. Prüfe die Reaktion der Abweichner. Ach, Reaktion der Abweichner zu finden. Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent. Nenne dein Modell. Modell JB300. Seriennummer 336-445-581. Mach eine Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Oha. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist. Er hat ein bisschen gezögert bei der Einsache. Ich habe nicht genug gefragt. Random ihn bedrohen. Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Man wird dich zerstören! Verstehst du? Zerstören! Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen, oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Foltern, Speicherprüfung, Bluffen. So schlimm ist Connor auch wieder nicht. Ist die foltert. Kein Speicher. Die Abweichler wurden erwischt. Sie lassen euch hängen. Lügen hat keinen Zweck. Wir wissen alles. Du Abschaum! Du bist es! Du bist ein verdammter Abweichler! Na los! Gib's zu! Und offensichtlich kein Verdacht. Oh Mann. Die kalte Maschine. Er ist der Einzige, der ein bisschen schief guckt. Er ist sehr nervös. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Biokomponente 8451. Reguliert eiskalte Kono. Ohne dieses Modul schaltest du dich in genau 63 Sekunden ab. Ich setze es wieder ein. Aber du musst mir die Wahrheit sagen.
Bist du der Abweichler? Ich wusste es. Ach du Scheiße. Rip Connor. Connor 3. Es war eine ein Quick Damn Event. Holy shit. Wieder der nächste. Das ist ganz schön der Kunderverschleiß hier. Was sollen wir tun? Was können wir machen? Wir werden bis zur Abschaltung. Scheiße, Mann. Ach, hier. Scheiße, Mann. Ist noch zu früh, der wurde doch gar nicht eingesetzt. Was soll denn der Mist? Na, das Messer rausziehen, das wäre mal ein Anfang. Na komm, hol dir das Teil. Greif haben wir verloren, der ist weg. Na komm, das können wir schaffen. Das wäre doch die primär zu kurz vom Ziel. Das war knapp, in letzter Sekunde. Aufs Dach. Verdammt. Ich dachte, du wärst aufs Dach. So ein Dreck. Na toll. Bin ja einfach aus dem... Ach, komm. Ich will noch das Dach untersuchen. Der rennt hoch aufs Dach, wie Markus und Co. Deswegen bin ich dahin gerannt. Hm, die haben beide überlebt. Herbst im Sendgarten mit Amanda reden. Im Stanford Tower ein Briefing anhören. Ich hab's noch eine Sache, die wir hätten machen können. Stanford Tower, Simon verletzt. Simon Blaus Blut analysieren, Überwachungskameras überprüfen. Da war auch wieder was übersehen. Perkins treffen. SWAT-Team angegriffen während Stanford Tower. Simon verletzt, das ist der vorigen Kapitel. Ich habe mal relativ wenig übersehen, nur zwei Sachen. Einschusslöcher, ja, auf dem Dach hätte man auch wahrscheinlich was sehen können. Einschusslöcher im Flur untersuchen, Einschusslöcher im Dachzugang untersuchen, Einschusslöcher im Bildschirm untersuchen, bloß Blut an der Wand analysieren, Körper analysieren, Video analysieren, Kamera überprüfen, blaues Blut auf der Konsole analysieren, Küche betreten. Das fand ich wichtig, ich wollte halt Schritt für Schritt abarbeiten. Ich wollte nicht aufs Dach hoch und dann vielleicht schon was triggern, was da... Letztendlich habe ich in der Küche getriggert, aber ja, wusste ich nicht. Bloß Blut lesen, Mann auf Clean Foods lesen. Küche betreten, ja, hier haben wir komplett den ganzen Strang vergessen, der auf dem Dach passiert wäre wahrscheinlich. Abweichler finden, Abweichler greift an, Messer entfernen, das war ja auch knapp mit dem Abweichler. Mir Komponente zurückholen, zu viel Zeit verlieren. SWAT zerstört den Abweichler. Connor und Tank haben überlebt. Joa. Das war jetzt nur dieses
so viel Zeit verlieren, da, wo ich dachte, warum rennt ich nur in die Richtung, die doch aufs Dach hoch ist, und dann, verdammt, naja. November 8. 2038, 17:10 Uhr. Oh, ist tatsächlich gerade. Uhrzeit stimmt. Und such den Hinterhof. Schauen wir uns mal um. Wo sind wir eigentlich? Bei denen, wo wir Zuflucht holen wollen? Hallo? Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie! Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Wir reden lieber drin. Okay. Sei vorsichtig, Kara. Nachdem was das letzte Mal passiert ist. Letzte Unterschlupf gesucht habe. Können wir ihnen vertrauen? Ich weiß es nicht. Aber was soll's. Wir haben keine Wahl. Wir müssen es versuchen. Schlimmer als bei. Alles okay? Mir ist kalt. Wie hieß denn der nochmal, der? Wir gehen rein. Der wird den russischen Namen hatte der. Habe ich wieder vergessen, habe ich verdrängt. So, von, so Namen von so einem Idioten. So einem Blödmann. Merke ich mir nicht. Kommt rein. Wie ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen, ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Okay. Und folgen wir mal Adam. Ich hoffe vor allem der Arsch aus seiner Experimente will er hatte recht mit der Sache, dass wir drehen uns ein paar Mal im Kreis. Er hatte recht, dass. Mit der Sache, dass die Abwächter so schwer aufzufinden sind. Okay. Ist hoffentlich diesmal keine Falle. Ich meine, hier sieht es gut aus, das ist kein düsterer Keller. Die Tür ist noch offen. Ich kann auch einfach rausgehen. Ich hoffe, wir können hier ein bisschen bleiben. Muss nicht sofort wieder. Sofort wieder raus und los rennen.
Zumindest für eine Nacht oder zwei. Mir geht es gut, Kyra. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Du musst dich ausruhen. Jetzt schläfst du erst einmal und morgen sehen wir weiter. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Menschen sind kompliziert. Manchmal ist es schwer, sie zu verstehen. Warum reden sie nicht einfach mit uns? Dann sehen sie, dass wir nicht böse sind. Wir nicht böse sind. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose weltberühmte Spaghetti. Oh, das ist ja lieb. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Fieber. Danke. Da tut's mir leid zu, die Wasche dass da... trockne ich. Och, zu gut, zu lieb. Und ich dachte, das ist eine Pfanne. Du musst etwas essen. Du hattest nichts, seit wir aufgebrochen sind. Versuchst du es für mich? Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Sie brauchen nichts zu essen. Sie ist ein Android. Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. Deswegen isst sie auch nicht. Ich bleib bei ihr. Das halte ich für richtig. Auch wenn ich Rose für gut halte. Ich momentan keine Gefahr sehe. Ist trotzdem nicht schlecht. Wenn sie einen Beschützer hat. Okay, gibt's nichts zu sehen, aber ich gucke trotzdem mal nach. Okay, die Tür können wir nicht. Wunderbare Schneelandschaften draußen. Okay, na dann. Runter mit uns. Ich hoffe, wir werden es nicht bereuen, hier reingegangen zu sein. Wer spricht mal mit Rose? Wie war noch dein Name? Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Das ist eine lange Geschichte. Alles, was jetzt zählt, ist, dass wir weiterkommen und ein neues Leben beginnen. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Alice hätte nicht noch eine Nacht im Freien überlebt. Ich versuche nur zu helfen, wo ich kann. Warum helfen Sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Was ist los?
sie nach, was los ist. Ja, ich bin gespannt, ich will sehen. Was ist los? Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Oha. Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Sie war so verzweifelt. Was soll ich ohne sie machen? Lassen wir sie. Oh. Alice? Was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Das sollte sich eigentlich nicht sehen, aber... Erfahrungen mit dem Tod machen. Früher oder später wird sie's. Und warum nicht jetzt? Komm, Alice. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Können sie nicht verstecken. Ich meine, sie hat... Ich muss mal kurz reden hier. Ich meine, sie, die Alice, wir haben sie noch nie, also auch dort in dem im Haus hat sie nur gelegen, nicht geschlafen. Wir haben sie noch nie schlafen gesehen, nie essen sehen. Sie hat sich auch nie beschwert, dass sie Hunger hat. Das ist ein normales Mädchen, hätte irgendwann spätestens schon in der ersten Nacht, wo wir dort an dem Haus und im Hotel waren, hat sich beklagt, ich habe Hunger, ich habe bewusst niemals auf Toilette. Das ist, die muss nicht auf Toilette, hat keinen Hunger, muss nicht schlafen. Das ist, wie offensichtlich ist, dass die ein Androide ist. Der Abweichler heute. Es ist zu gefährlich. Wie offensichtlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast! Adam, das haben wir doch schon besprochen. Das... Nein! Diesmal halte ich nicht im Mund. Der Adam, der macht mir... Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen. Sie sind so. Keine Maschinen. Sie leben. Ich lebe. Du lebst. Sie sind nichts. Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre. Ich dulde solche Reden hier nicht. Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst. Das reicht jetzt, Adam. Es reicht jetzt. Der macht mir Sorgen. Der uns nicht noch. Wenn der uns nicht noch zur Last wird. Ignoriere ihn. Ich hoffe, der macht keinen Scheiß. Dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Bleib du hier, es dauert nicht lang. Okay. Zeitung überlesen können. Der Dritte Weltkrieg. Ah, die Bild-Zeitung. Ich verstehe.
Die haben wir wohl schon gelesen. Endes. Du weißt, was da drin passiert ist, nicht wahr? Du weißt es, aber du willst es nicht sagen? Das ist das Falsche. Wenn sie nicht reden will, muss sie nicht. Jetzt dazu zwingen zu reden, das ist. Das ich hoffe, Rose kommt bald zurück. Kara. Ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Nicht jetzt, Lothar. Das ist ein Android. Ja, was blind und dumm. Wieso sie das nicht sieht. Detroit steht unter Schock nach dem Aus. Ach du Scheiße. Die Polizei. Es ist die Polizei. Mach keinen Scheiß. Was machen wir jetzt? Hoffentlich nicht von dir verpfiffen werden. Wir müssen aufmachen. Können wir uns oben verstecken? Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es. Können wir alles irgendwo verstecken oben? Immer Richtung den Polizisten, Alter. Ach, Scheiße. Androiden verstecken. Nimm Weise verstecken. Luther, nimm Alice und versteckt euch. Oben. Oben. Komm, Alice. Ich denke, das ist das Beste. Verdammt, Mann. Wenn du in Panik gerätst, ist es vorbei. Ganz ruhig. Willst du uns in Schwierigkeiten bringen? Willst du deine Mutter in Schwierigkeiten bringen? Dann bleib ruhig. Und tu, was ich sage. Und was? Na komm. Guten Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Natürlich, Officer. Kann ich reinkommen? Natürlich. Guten Abend, junger Mann. Guten Abend. Oh, ich hoffe, das läuft nicht schief. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Mach Kaffee. Sonst noch jemand im Haus? Nein. Nein, nur wir. Haben Sie Androiden hier? Nein, hier sind keine Androiden. Mit Kaffee. Für den Officer. Hoffe, der kommt hierher und trinkt den auch. Ihr Kaffee. Officer. Ihr Kaffee. Trinken Sie so lange, der noch warm ist. Danke.
Sie hätten Fragen? Stellen Sie sie. Und da waren das schon alle. Misstrauen 15%, das ist gut. Ja, wir müssen dann auch mal. Wir müssen dann nochmal Sachen machen. Sonst niemand im Haus. Ich vergaß. Meine Tochter ist oben. Oha. Misstrauen. Officer, wir müssten dann auch mal, wir haben hier noch wichtige Hausgeschäfte zu erledigen. Es wäre auch mal, wenn jetzt nicht noch was wäre, würden wir dann, wenn das... Wie heißt du, Junge? Adam. Werd nicht nervös. Mein Name ist Adam. Ist alles in Ordnung, Adam? Die, was bleibt denn dir hier so lange? Die Androiden, sie... Er ist müde. Er hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Weißt du irgendwas über die Abweichler? Hast du welche gesehen? Nein. Nein. Halt den Rand. Ich hab nichts gesehen. Ich muss dann los. Danke für den Kaffee. Schönen Gerne, Abend schöne noch. Officer. Schöne Fahrt. Gute Fahrt. Ist noch jemand im Haus? Nein, nein, nur die Ratten. Der Wind. Das war ein Windstoß. Ich habe wohl ein Fenster offen gelassen. Entschuldigen Sie die Störung. Namt, Ma'am. Namt, Adam. Puh. Das lief gut. Er ist weg. Es ist okay, Alice. Wir sind jetzt sicher. Da ist Rose. Er hat keine Scheiße gebaut. Macht euch bereit. Wir gehen heute Nacht. Hier gibt es nichts zu sehen. Ich habe freigeschaltet. Und ein paar Punkte. Okay, bei Rose angekommen. Rose und Adam draußen treffen Jennifer und Alice stoßen zu Karen. Nach einer Szene. Rose betreten im Haus. Adam ins Gästezimmer folgen. Alice Bett fertig machen. Vorhänge zumachen. Losreden. Jennifer passt auf alles auf. Rose in die Waschküche folgen. Mir gab es nicht viele Sachen, die wir übersehen haben. Alice nähert sich Mary. Alice zu Mary lassen. Waschküche verlassen. Ah, hier hätten wir es auch abweisen können. Hätten sagen, geh weg. So, ja. Die waren neugierig, die zu gucken. Rose und Adam streiten. Rose geht, um Hilfe zu holen. Okay, mit Luffy reden, nach Alice sehen. Hier haben wir noch was übersehen. Das ist wahrscheinlich mit dem Sohn reden. Martin lesen, Nachrichten ansehen. An dem Kerz zurück. Und zwei ungesehene Sachen. Polizist an der Tür. An dem Gerät in Panik. Tür öffnen. In dem beruhigt. Hat man noch Beutel mit blauem Blut verstecken. Alice und Luffy anweisen, sich zu verstecken, Tür in der Waschküche schließen. Ach, die Tür haben wir geschlossen dort. Ach du Scheiße, das wäre hier unten in der Waschküche, wenn sie sich dort versteckt haben. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Das wäre aufgeflogen, wenn da eine Ahnung gemacht hätte. So, hier, bei Tür öffnen. Und kriegt in Panik, Adam beruhigt. In Bezug auf Alice Lügen, Polizist misstrauisch wegen des oberen Stockwerks,
Kaffee gemacht. Polizist sieht Artikel. Polizist befragt Adam. Polizist sieht Androidenkleider. Aber hat keine Gefahr, hat nichts gerochen. Polizist getäuscht, Polizist ist gegangen. Hätten wir nur das Ende, hätten wir noch ein Ending gehabt, wenn er was entdeckt hätte und hier gefunden hätten. Hier wäre noch was. Irgendwie ihn, wahrscheinlich, wenn wir ihn nicht reingelassen hätten, wenn es hier was passiert. Ja, wenn wir ihn nicht geschafft hätten zu täuschen, dann wäre hätte er es entdeckt, dann wäre es dramatisch geworden. Okay, das ist doch ein ziemlich gutes Ende, denke ich.